Bei Nacht gipfelte meine gärende Fantasie in einem Traum, der so ungeheuerlich war und einen solchen Eindruck in mir zurückließ, dass er eben deshalb wiederkehrte. Mir war, als hätte der liebe Gott zwischen Himmel und Erde ein Seil ausgespannt, mich hineingesetzt und sich daneben gestellt, um mich zu schaukeln. Nun flog ich denn ohne Rast und Aufenthalt in schwindelerregender Eile hinauf und hinunter. Jetzt war ich hoch in den Wolken, ich hielt mich krampfhaft fest und schloss die Augen. Jetzt war ich dem Boden wieder so nah, dass ich ihn mit den Fußspitzen erreichen konnte. Dann wollte ich mich herauswerfen, aber das kostete doch einen Entschluss. Und bevor es mir gelang, ging's wieder in die Höhe und mir blieb nichts übrig, als abermals ins Seil zu greifen, um nicht zu stürzen und zerschmettert zu werden. Erste Szene, ich habe noch mal ein bisschen über diesen, also am Text rumgearbeitet. Das hat einfach den folgenden Grund, dass ich weiß noch nicht genau, inwieweit sich das dann durchziehen wird durch den ganzen Abend. Aber für diesen Einstieg, also null, erste Abteilung, ist eben auch mit diesem Raumkonzept und mit diesem Tonkonzept mir total wichtig, dass das sowas wie so ein szenisches Gedicht wird.